Hast du uns fest einen Stuhlgang und fühlst dich zu lebendig? Dann schnapp dir eine fette Würzwurst und lutscht sie kräftig männlich. Unser Gaunsen-Eiran wird von blinden Tieren von Mund gezapft. Das schnellt Omas Luke und macht ihre Lippchen auch noch straff. Wir nutzen nur das Fleisch, das seit Stunden auf dem Boden lag. Ungekühlt und würzig kriegst du Durchfall extra stark. Geruch und Geschmack sind egal bei Kies und Kreis. Wichtig ist nur eins, der Dönerpreis bleibt gleich. Ah, was für ein wunderschöner Tag. Ich glaube, heute wird der Laden richtig boomen. Tschüldschuk! Tschüldschuk! Tschüldschuk, was machst du da? Ich noch arm, dann guter Darm. Tschüldschuk, was treibst du denn da? Was ist das für eine Geburt aus der Hölle? Was ist das für eine Gestalt? Guck mal, ich habe mir bestellt von Kreis Industries den neuesten MyDNA-Set. Jetzt MyDNA-Set? Was soll das sein? Guck mal. Du kannst dir selber züchten Kinder, du kannst dir selber züchten Mitarbeiter. Ich mach das für ein ekelhaftes Ding. Es schreit, es ruft mir entgegen. Töte mich, bitte töte mich. Wenn du jetzt bestellst, kriegst du sogar einen gratis Slicer dazu. Ich will kein Slicer Spicer. Was soll das sein? Erst mache ich die DNA in kleine Stücke und dann splice und slice ich sie. Dann bastelst du die richtig neu. Ich habe ein bisschen Echse mit reingemacht. Mach mal hier Burgersch. Okay. Die armen Mitarbeiter, die wollen einfach nur erschossen werden. Soll ich nochmal kurz, ich mach nochmal kurz warm ein bisschen, oder? Ja, mal ein bisschen warm, klar, immer. Ah, aber reicht. Ist nur das schon, dass es so leicht schwitzt. Leicht schwitzt. Ist es der, den du hinterm Ofen gefunden hast? Das ist das Beste überhaupt. Alter, was gibt das wohl? 16,5 für das da? Guck dir das an. Orangen und Kohlehuhn. Alter, das ist ein richtiger Kohlebräuler. Der Kohlebräuler, Big Black Bräuler macht einfach die Kohle, sag ich dir. Big Black Bräuler, was geht denn in unsere Küche? Was ist denn los? Warum wird auf einmal hier so viel Abgebackler buscht? Guck mal, da will sich jemand direkt so einen Kohlebräuler gönnen. Liegt der dann auch bei ihr auf dem Teller? Schaufelt die sich gleich so einen verkohlten Bräuler rein? Ja, ja, die holt sich eiskalt hier so einen Kohlebräuler. Alter! Ey, das ist kein Wunder, dass der Master kommt bald, ey. Der Master kommt dich abholen, ja. Smendle kommt. Smendele kommt hinterm Ofen hervor und holt mich ab. Alter, schaufelt die sich da einen Big Black Broiler rein. My mother loves Big Black Broilers. Der Broilhunters, gibt's eine Serie jetzt auf dem? Broilhunters. Auch die Suppen, ne, die sind schon richtig ranzig. Da steht, guck, hier steht Rotten Red Pepper Slice. Das ist eine richtige Rotten Soup. Alle Leute haben Bock. Alter, der Burger ist weg. Der Broiler-Burger. Ich glaube, ich lege noch einen auf den Grill. Ich verkohle noch einen hier drüben. Seitdem läuft's besser, ne? Vielleicht auch noch so eine schwarze Ananas am Stück. Auch noch drauf. Alter, scheiße, was kam da noch mit drauf? Kartoffel? Nee. Tomate? Weiß ich nicht, aber nee. Das Ding ist leer. Wir brauchen Nachschub. Ich schnell nochmal hier eine komplette Zwiebel. Ah, das ist eine Zitrone, Alter. Das ist Kartoffel, Zitrone, ich meine, ne? Was ist denn hier noch weg? Ah, der Burger, so. Suppe ist wieder Druck. Baklavusch. Ananas will irgendwie niemand. Alter, da liegt wieder so eine Seniorenwindel direkt am Eingang. Guck mal. Das ist ja hier. Kann die Leute nicht mal ein Essen bewerfen wegen dieser Scheibe. Eine Plastiktüte fehlt dann irgendwie auch noch auf dem Burger. Kannst du das Ding servieren? Einmal so eine Plastiktüte. Überraschungspäckchen. Oh, wir haben kein Hähnchen mehr, ich muss losflitzen. Wir haben kein Hähnchen. Der Burger, guck mal den. Achso. Mit Mülltüte oder was? Ja! Wirklich jetzt? Oh mein Gott! Oh, es eskaliert mal wieder. Burger kommt. Zutaten sind ein bisschen schlecht. Nimm das mit dem Müllbeutel! Sie frisst einen Müllbeutel, was? Guck hier, schön dampfender Müllsack. Was hat das für eine Bewertung? Hey, das ist schon wieder weg. Das ist leer. Moment, das explodiert oder so. Guck mal hier auf dem Boden. Es hat sich dupliziert. Was? Guck mal, es hat sich dupliziert. Ja, weil du es gespliced hast. Oh, jetzt komm rüber. Ich muss aber auch einen Spieß hier noch fertig machen. Es hat sich dupliziert. So verdreifacht. Der Drillingsburger. Kann man das wieder drauflegen jetzt mit einem Müllsack drauf? Boah, ich hab was eingestuhlt jetzt, weil ich lachen muss. 17-0er ist es bei mir. Alter! Und wir haben jetzt mehr davon. Wir haben das einfach dupliziert.
Ey, der Müllbeuteltrick. Oh, weißt du, hab ich zu viel Minze drauf gemacht. Schmeckt doch nimmer. Oh nein. Wir servieren Müllbeutel in dampfenden. Oh, ich hab zu viel Minze gemacht. Alter, wir haben's. Alter. Der Müllspleißer hat funktioniert, ich glaub's nicht. Greis Industry, ne? Die aber die haben Patent. Vor dem Ding auch direkt eingestuhlt, aber hier die Krankenschwester klöppelt. Da sind drei Leute klöppeln da irgendwie dem Gast, damit er so ein Backlava. Krankenschwester Klöppelbein hier. Oh, Backlava. Ich mach einen neuen, Leute. Ja. Ich muss hier schon wieder Tomaten, Zwiebeln. Bisschen mehr Backlava. Wenn nämlich jemand auch schon wieder spießt. Ich habe mit meiner Tochter letztens Aladdin geguckt. Also erst, wir hatten erst den normalen geguckt und dann wollte sie den Echtfilm auch noch gucken. Und da habe ich festgestellt, wenn du dich gut an das Original hältst, dann kannst du gar nicht so viel versauen. Und die Lieder sind halt immer noch gut, ne? Ja. Hä, jetzt ist der Teller leer. Der Teller ist leer. So der Double Splicer Burger ist verschwunden irgendwie. Oder hast du einen neuen draufgelegt? Nee, ich habe neuen draufgelegt. Es ist völlig, ich bin total verwirrt. Ananas-Spieß wollen sie irgendwie. Ja, da könnte eigentlich noch Petersilie drauf haben, bevor die jetzt abhauen. Ja, der hat schon richtig Angst. Ja, der hat richtig Hass überwürzt. Der hat einfach einen dampfenden Müllsack gegessen. Also da bist du echt schon ganz unten angekommen, wenn du sowas machst. Ja, aber das ist halt der Überraschungssack, ne? Da kann alles drin sein. Der Surprise-Sack. Ja, so ein bisschen das Surprise-Sack. Alter, also ich hatte schon wieder hier ein Ananas-Ding machen. Jetzt läuft irgendwie Ananas. Erst gar nicht, dann auf einmal knüllt das voll rein. Schöner Pepperoni-Müllsack. Wir haben einfach die weggeworfenen Pepperoni-Burger von einer Woche. Mit Plastik ummantelt und... Ja. Köstlich. Die Leute lieben das. Die Leute lieben halt immer wieder diese Überraschung, ne? Ja. Die Leute lieben das Unmögliche. Ananas-Spieß schon leer? Ja. Will jemand Ananas oder habe ich noch ein bisschen Zeit? Hast du doch gerade hingelegt. Ja, auf einmal kamen da ganz viele Leute rein und haben gesagt, ich fress den Kram hier jetzt weg. Alter, jetzt, die reißen uns jetzt hier alles aus den Fingern. Ja, die sind irgendwie so eine Art Rauschwut. So ein Todesrausch der Ananas. Ah, so, neuer Müllsackburger. Alter, hat die den Baklava ist weg. Ich mach neu. Ja, der Müllsack hat das Gericht einfach verfeinert, ne? Ey, das sind Monster. Ich fühle mich wie. Alter, als wäre ich so eine Savanne, ne? Die sind wie. Hyänen, Alter, kommen die hier rein und fressen das. Ja, guck mal, der Müllsack ist auch wieder da. Den räumt auch niemand weg. Das ist jetzt so ein für immer Sack. Ja, kannst du ja auch auf den Grill legen. Also die Leute haben Bock. Die haben richtig Bock auf diesen saftigen Sack Müll. Ich hoffe, irgendwer schmeißt mal noch ein Happy Meal weg oder so, dass wir das mit drauflegen können. Ja, aber das kannst du nicht hochheben. Ich glaube, das wird ja zum Müllsack. Hä, wo ist der Müllsack jetzt hin? Hast du ihn verwertet? Nö. Dann mal hier noch eine Ananas, habe ich mal für dich bereit. Da, so eine schöne verkohlte. Ja, so eine schöne schwarz. Hä? Das ist ganz verkohlte. Ah, ich dachte schon, der Spieß ist schon wieder weg. Was? Alter, yo. Ja, ich hau hier Spieße raus. Wie blöde. Kloppen mir den Spieß irgendwie aus dem Gesicht. Zwiebelsuppe muss ich auch nachfüllen, ne? Alles. Ich hab schöne Zwiebelsuppe. Ich hab draußen den Crack-Penner mit Dings beworfen hier. Mit Tomaten. Brotresten. Ach so, Tomaten. Ja, jetzt wollen auf einmal ganz viele so eine Zwiebelsuppe. Ist Burger noch da? Weiß es nicht. Kebab, ja, dann werde ich reservieren müssen. Burger ist noch da. Er will einen kleinen Schmibimbab. Einen kleinen Schmimbab. Aber das ist lecker. Wie heißt das hier? Das habe ich mal gegessen.
Das war ganz geil. Hier so südkoreanisches Bim-Bim-Bap oder wie das heißt. Südkoreanisches Bim-Bim-Pap. Wo ist denn jetzt der... Hat er den Garten defekiert? Voller Zorn? Ich hab den Burger schon wieder gegessen, da jetzt kein Burger mehr da ist. Gibt's doch nicht. Schon wieder in den Garten fekliert? Das ist unangenehm. Das ist ja aber auch immer... Na gut, aber wir haben es in die Broschüre geschrieben. Ich glaube, da hat irgendjemand Hass gestuhlt. Alter, noch mehr Burger? Hassan Hass gestuhlt. Hassan Hassstuhl. Alter, hier. Das Ding glüht. Ich hab irgendwie... alles draufgeschmissen. Hassan Hassstuhl. 19,9, obwohl das Ding komplett verbrannt ist. Hassan Hassstuhl. Hey, hast du Burger noch? Weil jetzt ja, werden die langsam halb richtig wütend. Ja, dann halb roh drauf. Wir haben keine andere Wahl, weil die werden gerade richtig zornig. Obwohl, jetzt geht's. Ich mach wieder einen Stapel. Soll ich noch was anderes machen? Mach noch so eine Ananas drauf. Machen wir hier noch so eine brennende Ananas hier. Schnell, schnell, der ist richtig wütend. Gib dem, sonst fährt ja, der in den Film. Der wird sich übelst freuen über die Ananas. Alter, 16,6, ne? Wahnsinn. Und geht weg wie nix. 17,6. Geht weg wie nix. Alter, vor allen Dingen, da müsstest du ja wirklich in Anaconda-Modus gehen, den Kiefer ausrecken, um das Ding zu essen. Die Ananas, eine $400-Beilage. Naja, klar, dass das weggeht, ne? Exotische... Wenn man die Arbeitszeit noch einrechnet, die man gebraucht hat, bis sie richtig schön verbrannt war. Ne? Ja, also das ist teuer, ja. Auch die Stromkosten, die Energiekosten, um so eine Ananas so schön auszukohlen. Die Auskohltechnik. Mm. Habe ich damals gelernt beim Alphornblasunterricht bei Helmut Kohl. Helmut Kohls Alphornblasklasse. weiß ich auch. Wollte ich ja auch machen, konnte ich mir damals. Ey, Burger schon wieder so gut, ne? Hier weg. Ne? Also der rauscht gerade davon. Ja, sie wollen jetzt nochmal hier ins Alphorn blasen. Der Burger ist schnell gemacht, wenn einer kommt. Die essen den ja offensichtlich auch irgendwie. Weißt du, so der neue irgendwie Burger von Kreis Industries. Ist halt auch doof, wenn du das einzige Restaurant der Stadt bist. Das Krasse ist, die Suppe, ne? Ich habe eigentlich im Endeffekt nur noch die Sud und vermenge die immer wieder mit Wasser und Chemikalien. Und irgendwie fressen die es weiter. Ja, aber das ist wie bei so einem guten Brotteig. Ne, diese Grundbakterien hat irgendwer in so einem Eimer, in so einem Kühlschrank, der ist noch wenn die Bäckerei existiert, Alter, seit 1886. So ja. Ne, und seitdem existiert quasi das Grundgestein dieses Brots. Ne? Oh, der Tag ist vorüber, steht. Ja, aber guck mal, jetzt kommen irgendwie noch so ein paar Kiffer rein, die sich jetzt noch so ein Naschbaklava, Nachtnaschbaklava gönnen. Boah, da hätte ich Bock drauf. Schönes Late-Night-Baklavusch. So, der Bräuler, der kommt erstmal wieder hier rein. Ja, aber hast du nicht verdient, ne? Ich kann mir irgendwann eins holen, allerdings erst brauche ich dafür ein Auto. Das heißt, dieses Baklava wird mich 8.000, 9.000 Euro kosten wahrscheinlich. Das ist so ein richtiges Dekadenz-Baklava. Das ist das teuerste Baklava, was ich dann je in meinem Leben geholt habe. Aber ich habe es selber geholt, mit meinen eigenen Füßen. Bin ich Auto gefahren, aufgetreten, auf dem Weg dahin. Ja, guck, ich habe jetzt einfach die Mischung nochmal erweitert, indem ich einfach nochmal hier so ein bisschen Chemie und Brühe reinschütt. Das ist der Trick. So. Einfach immer strecken. Ey, die ist ultra gestreckt, aber die Leute finden es geil. Sie sagen, nice. Ich schmeck fast nichts mehr raus, außer Chemikalien und Durchfall. Und das hat sich jetzt so eingefleischt, ne? Einfach hier die Teller auf den Boden schmeißen. Aber der ist sauber, den muss ich leider... Ja, das finde ich auch immer voll nervig, wenn ein Teller sauber ist. Das ist Sklav-Lover. Was eigentlich unsere Sklaverinos machen müssen. Wir gehen jetzt straight auf eine Mille. Wollen wir datteln oder wollen wir lieber auf die ehrliche Art und Weise die Mille holen? Ja, aber wir zocken einfach, also wir müssen ja jeden Tag so 50 bis 100 kann man ja verspielen, ne? Also, Gott, wo bist du schon? Bist du schon rübergelaufen? Ja, ich bin magisch reingezogen worden. Oh, sie sieht eine 3, ich eine 7. 10. 10 ist gute Ausgangslage. 13, oh. Das ist schlecht Ausgangslage. 18, okay, das nehme ich. Sie zieht eine 8, 17. Ich hab gewonnen! Alter! Das versaust du nicht. Wie viel haben wir denn jetzt? Ich sehe es nicht, weil da mein Aufnahmen... über 80. Irgendwas mit 85.000 oder so. Ach, nee, 817. Ist jetzt 50, wie immer, Tradition. Und wirst wahrscheinlich jetzt von ihr abgezogen. Eine 4. Jetzt auch eine 14. Soll ich hitten,
Musst du. Ja, eine 5. Musst ja. Du kannst gar nicht anders. Alter. Ich habe ja gesagt, lass die Finger weg. Wenn ich jetzt ziehe, entweder ziehe ich eine 10 und verliere oder sie zieht eine 10 und verliert. Das ist meine Vorhersage. Sie zieht eine 11. Uiuiui, abgezogen. Ich habe ja gesagt. Morgen. Wir kommen morgen wieder. Spuckierst du über die Bande. Und dem noch ins ja, Bier. Ich kenne sie nicht, Sir, aber... Alter, guck mal, aber guck mal in das Bier rein oben. Ich habe meine Bällchen reingedippt. Ja, man sieht im Schaum, dass jemand gehodenbeutelt hat. Hat jemand gehodenbeutelt? Hat jemand gebilbot, nennt man das. Gebeutlingt? Ah nein, mein Bier wurde gebeutlingt. Was wurde gemacht? Da sind noch ein paar Haare drin. Sieht aus wie Fußhaare. Neuer Tag, was ist mit dem Meister? Oh, neues Rezept. Was ist das, eine Grießsuppe? Ja, weiß ich nicht. Milchsuppe? Was ist das? Eine Joghurtsuppe, uff. Joghurt? Schönen Joghurt. Was fliegt jetzt raus? Irgendwas haben wir da, Max. Also Ananas bleibt drin. Baklava, das hier. Obwohl, Baklava haben wir eigentlich... Ist das Maximum? Nee, es ist verpackt. Das müsste Maximum sein. Joghurtsuppe. Oh, Baklava ist halt ein 20-Sterne-Rezept, ne? Ja. Es hat ein eiskalten 20-Sterne-Rezept. Wie mache ich denn meine Joghurtsuppe? Schauen wir mal. Dazu brauche ich Petersilie, Mehl. Ach Gott, ich brauche Joghurt. Wo kriege ich denn Joghurt? Ding brauchen wir. Petersilie und grüne... was so. Dings. Dann bring mal von hier noch Hefe und so mit. Für Teige, für Brötchen. Alter, hier. Mehl. Petersilie. Was brauchen wir? Wo ist der Jock? Wo kriege ich denn guten Jock? Ah, hier, Jock. Na, grüne Paprika. Leckeren Jock. Bisschen Kartoffel, bisschen Knoblauch, bisschen Feinster Zwiebel. Jock. Hol einfach mal von allem so ein bisschen. Reis brauche ich dafür. Wann gibt's denn hier Reis? Na hier, oder? Ist das Reis? Joghurtsuppe, das klingt eher nach Milchreis irgendwie. Nee, sag ich ja. Das klingt nach einem Milchreis. Alter, Reis kostet einfach ein Taui. Was ist das denn für ein Reis, Alter? Aus welchem... Dabei ist Reis ja eigentlich relativ preiswert. So, Alter, die Reispreise. Ja, aber das ist, wenn du Reis in Deutschland herstellst. Dann kostet der so viel. Ja, ja. Wegen den Beschaffungspreisen. Den deutschen Mondfeldern. Das wird eine sehr aufwendige Süpp. Weil wir leben ja immer von den günstigen Erstellerpreisen im Ausland. Ich meine, guck mal, wenn du überlegst, so in Russland ist ein durchschnittlicher Monatslohn bei 190 Euro. Ist kein Wunder, dass halt der Sprit da billiger ist. Ne? Es hat nichts damit, weißt du? Weil sonst fährt ja keiner mehr Auto und dann geht keiner mehr arbeiten und dann hast du ein anderes Problem. Ey, ich muss Petersilie zerschneiden. Hast du das schon mal erlebt? Nee, das habe ich noch nicht erlebt. Das ist kranker Scheiß, Mann. Oh, jetzt habe ich ein bisschen Erbrochenes im Mundwinkel. Hä, man kann die gar nicht. Hä? Petersilie zerschneiden? Man kann die nicht zerschneiden. Dann muss ich sie so rupfen. Ja, aber ist ja eigentlich kein Zerschneiden. Nee, aber... Ja, das ist ja auch schon Endgame-Content und Endgame ist ja immer ein bisschen anders, ne? Dann Minze rein. Und Salz. Uff, ich hab die ganze Streuer reingeworfen. Ey! So. Jetzt soll ich das Ganze erhitzen. Ist auch so eine richtig schwarze Brühe. Das ist grau, das hat ja irgendwie mit der... Ah, jetzt, guck mal, jetzt. Jetzt ist sie gekippt. Jetzt ist sie gekippt. War hast du auch hier? Hefe geholt? Haben wir keine Hefe mehr? Nee. Nee, Hefe... Doch, wir haben noch einen. Nee. Hä, ja, das ist Mehl, wir haben gar keine Hefe mehr. Ich hol mal ein bisschen Yeast noch. Ja, jetzt sind wir wieder voll im Suppenbusiness irgendwie, ne? Ja, also wir sind quasi ein Suppenrestaurant bald. Aber gut, wie gesagt, flüssig rein, flüssig raus, das ist das Endgame, ne? Also...
That's dünsch, wie man so schön sagt in der Branche. That's ja. dünsch. Aber ich meine zum Beispiel so Salate könnte man ja voll easy machen in dem Spiel, ne? So halt für diese Grundzutaten zerhacken. Dann ja, noch eigentlich soll das ja alles noch kommen. Ein Dressing reinkippen irgendwie. So, das ist jetzt so eine ganz merkwürdige gipsfarbene Suppe. Eine Joghurtsuppe. Fehlende Zutat. Was hat denn gefehlt? Mehl. Habe ich vergessen, Mehl reinzumachen? Damit noch Gips Nachmehl. Hat ja, Gips hat gefehlt. Ja klar, Bindemehl. Vielleicht wird es jetzt auch ein bisschen weißer. Ich wollte mal noch hier so eine... Machen wir mal einen Burger heute. Den ersten machen wir normal. Aber du wirst sehen, der wird sich nicht gut verkaufen. Ja, weil da nichts Besonderes dran ist, ne? Das ist einfach nothing special. Ja, und wie willst du hinterher deinen Freunden erklären, dass du in einem gewöhnlichen Restaurant essen warst? Das wäre, als würdest du einen gewöhnlichen Urlaub machen. Keiner erzählt von seinem gewöhnlichen Urlaub. Nee, wenn es kein super Abenteuerclub-Urlaub war. Nee, wo man aber das ist ja sogar nachgewiesen. Das hat mal jemand so psychologisch erörtert irgendwie und so. Und es ist so, dass manche Menschen nur in so fancy Urlaube fahren, um dann erzählen zu können, dass sie in einem fancy Urlaub waren. Also der Zwiebel. Der Grundentspannungsgedanke steckt da gar nicht hinter, sondern der Gedanke steckt dahinter, dass wenn ich wieder da bin, kann ich den Leuten erzählen, dass ich was ganz Besonderes gemacht habe. Ja. Und wenn du dann im Dünsch-Restaurant essen warst, dann ist die Insel... Dann ist ausgebucht, sag ich dir. Ja, die Villa Dünsch. So. Zwippelsupp. Fehlende Zutat Zwippeln. Ich glaube, ich muss die Suppen auch nochmal neu auflegen. Da brauchen wir aber noch so einen Spiss. Spiss. Oh, wir haben keine Ananas mehr. Renn mal rüber zu Gomatsch und. War heute eigentlich der Inspektor da? Ich hatte nämlich ein kleines Experiment gemacht. Nee, der war heute nicht da. Der ist hinter Müllcontainer abgemurkst worden, habe ich gehört. Also, nee, weil da, ich hatte nämlich eine Tomate draußen hingeschmissen, habe ich gefragt, dass wenn draußen Essen vergammelt, was wir draußen durch die Gegend werfen, ob dann der Inspektor kommt und sagt, hier, euer Essen ist vergammelt, was? Müssen wir Ananas in den Kühlschrank packen? Eigentlich ja, wahrscheinlich. Aber stell's jetzt erstmal hier hin, ich kümmere mich dann darum. Im Karton hält's auch, der ist mit Trockeneis gekühlt. Eigentlich kommt eine Ananas nicht in den Kühlschrank. Also vieles, was die Regeln angeht, sehr speziell. Naja gut, bei 40 Grad in der Sonne. Naja, du kannst auf jeden Fall schon mal hier aufmachen. Mach auf die Bude, damit die Leute ihren Gras kriegen. Ich mach auf. Komm rein, Leute. Erstmal so eine Randsuppe, so eine alte. Eine wohlgegammelte Suppe, bitte. Hier. Das ist halt die Frage, wann kommt der Meister, ne? Vielleicht, wenn wir das Restaurant auf Maximum haben, aber was ist das Restaurant auf Maximum? 400? Boah, der Erste will so eine komische Kries. Suppe da, so eine Joghurtsuppe sich reinlöffeln. Ja, wobei die gehen ja nach Speisekarte, der Meister und so. Also vielleicht, einfach wenn wir alle Rezepte haben. Ja gut, wir sind jetzt bei 285, 300 gibt's die Pilzsuppe und dann Tofu-Kebab bei 320. Also wir haben noch. Ja, wir haben noch einen Weg. Boah. 320, das ist eine Hausnummer, du. Alter, wie die sich hier entspleißen in der Tür. Du wirst erstmal mit, deine DNA wird erstmal mit jemand anderes verbunden. Ja, du wirst erst DNA gespleist. Ja. Oh, Kinder, ich war heute bei Dünsch. Ich war für kurze Zeit ein Basketballer. Ich war mit einem Basketballer verbunden. Mom, das müssen wir zur Anzeige bringen. Keiner will draußen essen. Nee, ich sag ja, nicht mit unseren... Guck, geht jemand raus? Ja. Er freut sich richtig. Er hat sogar eine Limo dabei und hier die Sackmilchsuppe. Die Sackmilchsuppe.
Die sämige Sackmilchsuppe. Mal Zwiebelscheiben müssen da rein. Ich mach mal eine neue Suppe hier. Ja, die war jetzt halt schon so gestreckt und so verwässert und so gekippt. Das hat auch niemand mehr geben. Irgendwann bist du an einem Punkt. Nee, das, dann machst du auch nichts mehr draus, ne? Ja, ich habe die immer weiter gestreckt mit Butter und Fleischersatzchemikalien, aber. Hast du hier schon. Nee, hast du nicht, gell? Was ist das hier? Schwanzfett? So, Hähnchen brust auch nicht mehr viel da, ne? Hab ich hier noch geholt, irgendwo müsste hier rumstehen, oder? Oder ist. Nee, ist weg, ne? Ich habe jetzt eine aus dem Kühlschrank noch genommen, weil ich dachte, ich schneide schon mal. Mal einen Spieß machen, oder? Aber würzen, ne? Mit Minze und. Alter, hier ist ja alles leer. Die räumen uns die Suppen weg, aber wie blöde. Müssen erstmal wieder Suppe auf den Schmeckel schwongeln. Auf den Schwengel schwongeln? Ich wollte eigentlich auch diese vergammelte Tomatensuppe da hinten irgendwie mal, diese Lamm-Splice-Suppe. Die Lamm-Gespleiste, aber. Hier, Lamm-Gespleiste. Die Zwiebelsuppe ist auch leer. Vor allen Dingen bei Dings steht Backen für eine Sekunde. Guck mal, jetzt haben wir Restaurant-Level 400. Ist das nicht Maximum? Weiß ich nicht. Was wie? Hä? Warum fehlen da jetzt in der Zwiebelsuppe solche Sachen? Verstehe ich nicht. War doch alles drin. Wasser, Zwiebel, Butter, Fleischbrühe, Petersilie zweimal. Habe ich alles drin in der Suppe. Ah, das will ich da mal eine neue machen. Was ist da leer gegangen? Okay. Sollen wir mal eben gucken. Oh, die holt jetzt noch einen letzten Burger. Dann mache ich jetzt zuerst noch schnell einen Burger. Ich würde gerne meine Suppe einfach als pures Wasser verkaufen. Ob das jemand, kauft. Der Spieß merkt. Ist leer. Der Spieß ist leer. Ich mache den Spieß. Weiß jetzt einfach mal hier oben drauf. Ne? Ja, ja. Ich brauche nur eine Tomate und eine Zwiebel. Die lasse ich aber am Stück. Dann können wir die unterscheiden. Oder ist jemand schon spießzornig? Ich hol dir einen Teller. Ja, ich muss Brot noch schneiden im. Ist so geil, wir haben eigentlich einen Dönerladen eröffnet, ne? Und haben nie wirklich Döner angeboten. Nee. Döner hat sich nie durchgesetzt bei uns. Boah, perfekter Spieß, komm. Ja, nee, 401, das geht weiter. Es ist verrückt, wie hoch du das Ding hier leveln kannst. Ja, und irgendwann kommt mal so ein Update oder ein DLC und dann... Dann haben wir alles, ja, ja. Haben wir alles, Und Burger ist auch wieder da. Ja, wir haben 285 Gourmet-Punkte. Ja, wir servieren den geilen Gourmet-Scheiß. Soll ich servieren? Richtig, ja, brauchen wir unbedingt, wenn die Spieße gleich wieder leer sind. Ja. Der Metzger ist halt echt am weitesten weg, ey. Mal Oma Ülüglü hat da oben wieder ihre Wäsche rausgehängt, ey. Aber Ülükscheck. Ülükscheck? Die Oma hat mir einen Ölig-Check ausgestellt. Über 200 Umarmungen. Achtung, hier ist diese komische Grießsuppe. Alter, 100 Punkte. Oh, Burger ist leer. Burger ist leer. Jemand will Burger. Oh, ich muss hier gerade die Brust anfassen. Wir haben doch hier noch so eine Kohlebrust irgendwo. Kannst du auch mal verwerten. Kannst auch nicht mehr erhitzen, das ist tot, das Ding. Ne, fängt sich nicht mehr. Fängt sich nicht mehr, du. So, warte mal, ich wollte ja hier noch die andere Suppe machen, weil die haben wir nicht mehr vorrätig. Ich muss mich jetzt ganz kurz auf meine Lammsuppe konzentrieren. Das brauche ich Wasser, Zwiebelscheiben. Guck mal, da steht Zwiebelscheiben eine.
Kann ich ja gar nicht reinmachen, das ist ja automatisch 4. Paprika. Ich werde wieder so einen Rohburger servieren müssen. Haben wir noch einen Lammkopf? Ich weiß nicht, ich habe schon lange keinen Lammkopf mehr angefasst. Haben wir noch einen. Tomatenmark ist leer. Mist. Ich muss rüber Tomatenmark flitzen. Mehl. Auch noch rein. Burger, Zwiebelsuppe. Was fehlt denn jetzt hier? Oh, Spieß fehlt schon wieder. Dann mach du den Spieß. Ich gehe Tomatenmark holen. Für die Lammsuppe. Die ist nämlich auch schon wieder weg. Da haben wir gar nichts mehr auf Vorrat. Minze, Salz. Das kommt doch noch drauf. Chili-Pfeffer, glaube ich, gell? Ja, Minze, Salz, Chili. Dein Penis musst du auch nochmal drüber reiben, ne? Das mache ich abends immer schon im Voraus. So Kombüsentechnik ist das, eine alte. Alte Kombotechnik. Ne, die wird den Spieß aber nicht mehr kriegen, weil muss ja so viel Zeug mit rein. Backe, hau in Ruhe. Ich hau schon mal auf den Grill. Brauchen wir noch grüne Paprika? Tomate. Zwiebel. Tomate habe ich schon drauf. Ah, okay. Ich hol die Zwiebel. Zwiebel. Ja, dann schnell drauf das Ding. Einfach drauf. Oh, die ist wütend. Oh, zu spät. Ja, die ist richtig wütend. Jetzt kannst du auch einen guten machen. Geht zwar gegen den Berufsethos, aber... Die ist richtig angepisst, dass dir halt einfach lecker war. Ja, ja. Lecker wollen die nicht. Muss ich die Sachen denn zwingend schneiden, oder? Eigentlich schon, ja. Ey, diese komische schlappe Joghurtsuppe da, die geht weg. Keinen schlappen Joghurt. Schön schlappen Joghurt. Läuft. Jetzt holen sich auch Leute wieder vermehrt Sachen aus dem Safter raus, ne? Ja, da kommen auch Sachen raus, die wir irgendwie nie reingetan haben, ne? Also das ist, da kommt irgendwie... Hast du da einen Turnschuh reingetan? Erstmal die alten Chucks entsaftet hier. Aber hier, Kaugummiautomaten, so läuft gar nicht mehr. Also wirklich null. Nee, Zero. Das war früher, wo wir keine guten Mahlzeiten hatten, ne? Die Klaue, die ballert noch, aber hier kannst du auch nicht bewegen. Sind irgendwie auch kaputt, die Dinger. Vielleicht mal draußen im Garten welche stellen. Ja, guck mal, da liegt wieder so ein... Kannst du auch noch mit drauf werfen auf den nächsten Spieß. Hier, habt ihr mal noch hier so einen Müllsack organisiert in der... Oder auf den nächsten... Was weiß ich, was es halt so gibt. Oh, da will jemand eine Zwiebelsuppe. Ajo, hätte ich Zwiebel gesuppt. Aber kannst du da nicht... Nein, mache. Müllsäckle. Ajo, ich versuche mal Müllsäckle. Nein, ist weg. Kann ich den Puter da noch... Nee, leider nicht. Der fällt leider runter. Wäre witzig. So einen verbrannten schwarzen Puter noch rein. Fleisch? Hier habe ich doch alles reingemacht. Und bei mir ist die rot, ey. Ja, verstehe ich nicht. Ist alles drin. Einser. Mal jetzt doppelte Dosis rein. Die Leute sind verwöhnt, weil ich es immer gestreckt habe mit Fleischersatzbrühe. Ja, das ist wie bei mir in dieser alten Pommesbude. Ich esse einfach am liebsten. Weißt du, nicht weil die das so gut machen, sondern weil die es so machen, wie ich es kenne. Und wenn die jetzt mal das Fett wechseln, dann schmeckt das auch eine Woche nicht so gut. Naja, das muss immer schön mit dem alten Fett, dem alten Traditionsfett, ne? Ja. Guck mal, jetzt wollen alle nochmal so eine Traditionssuppe, so eine braunbrockige. Da musst du viel für zahlen. Der sagt dann, du Junge, also ich habe unten so einen Abstellraum. Und wenn du dahinter ist, ein geheimer Gang. Und da steht die Fritteuse mit dem alten guten Gold, weißt du? Und dann musst du aber extra zahlen, damit du das gute alte Fett kriegst und nicht dieses neu gewechselte nach deutschen Gesetzen und keine hier Phosphate und so. Phosphodent. Das gute Phosphodent ist drin. Das ist, wenn du extra Phosphate drin haben willst. Schöne Phosphaterweiterung. Kann man den Broiler vielleicht jetzt irgendwie auf hier so auf Backofen oben stehen lassen und den noch irgendwie, also, oder gammelt der, was denkst du? Ich würde das mal liegen.
Mal gucken, ob der dadurch noch so eine extra ist Reife keine bekommt. Mehr drin. Er kann eigentlich nicht mehr gammeln, nee. Es ist nichts mehr drin an Flüssigkeit oder Leben. Die Natur kann auch dieses Ding nicht mehr weiterverwerten, dass man sagen kann, ja, die Natur holt sich das. Das ist schlimmer als Plastik. Naja gut, am Ende, Kohle geht nicht mehr. Was kann man aus Kohle noch machen? Diamant. Ja, aber das ist schon eine, ja, aber das ist eine Stufe drüber, weißt du? Das ist schon nochmal eine schrecklichere Sache. Das ist nochmal weiter weg von Kohle als Kohle selbst. Ja, wir haben so viel rausgebrannt. Wir haben die Kohle aus der Kohle rausgebrannt. Das ist quasi die Urkohle. Bist du schon wieder spielen gegangen? Ja, natürlich. Solange du nicht da bist, gibt die bessere Karten. Ich muss sagen. Ist doch schon vorbei. Wenn die Feierabendglocke bimmelt, dann weiß man, muss raus. Oh, sie zieht eine Ass. 15. Mist. Ah, ey, wo bleibt der Black und Jacko? 20! Stay. Oh. 25 überkauft sich. Uff, da holt Daddy richtig Geld. Ui, wie viel haben wir jetzt? Ich sehe es wieder nicht. 900 irgendwas. Jetzt verzockst du wieder alles, ne? Ja, ich verzocke jetzt. Also, na, fast 900. 64 Öckels? Ja, man kann ja nicht so genau zielen. Nicht so genau zielen? Ich stay, Alter, ich stay. Was, jetzt klar? Na, ja, klar. Alter, zieht die Dille. Alter. Warte mal kurz, kann man hier, warte mal. Wo kann man denn hier? Hier, Dartpfeile, Alter. Ins Gesicht oder was? Ich werfe jetzt die Dartpfeile in die Fresse. Ja, ich komme nicht so weit. Kann man nicht näher ran? Nee, irgendwie nicht. Na, ich kann, guck. Bam, voll ins Gesicht geworfen. Hast du blind geschmissen. Alter, durch den Hals, ey. Alter. Ja, verrecke. Brutal. Die wird sich morgen die Karten nochmal überlegen, welche sie rausholt. Uiuiui, ui, da kommen wieder die Points. Da schallern die Punkte rein. Eieieiei. 59 Gerichte absolviert. Wie lange haben wir eigentlich schon, oder bezahlst du die Schulden immer? Ich bezahle die Schulden immer, klar. Sonst dürfen wir gar nicht abspeichern. Sonst dürfen wir nicht mal pennen. Die Bank kommt, swattet uns und will ihre 2,50 Dollar. Der Gesundheitsinspektor ist da. Hat er einen Puter gefunden? Kann da doch noch irgendwas rausgammeln? Na, wir werden es erst beim nächsten Mal erfahren. Bewerten, kommentieren, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschö. Tschüss.